Willkommen zurück. Die meisten YouTuber werden es kennen. Immer wenn ich irgendwelche Aufnahmen machen will, habe ich zu wenig Licht. Und jetzt habe ich mal hier so eine kleine Arbeitsleuchte gekauft. Ich will mal gucken, wie gut die ist, beziehungsweise wie gut die Magneten daran sind, denn die sollen magnetisch gut halten. Das will ich jetzt einfach mal probieren. Diesen Arbeitsplatz kennt ihr ja. Und da habe ich natürlich viel Mühe aufgewandt, um hier überall Beleuchtung hinzukriegen. Und das sind jetzt nur zwei Lampen. Hier habe ich eine noch, die ich, wo ich hier mit einem Magneten eine Lampe dran festmachen kann und dann wirklich punktgenau ausleuchten kann. Aber jetzt will ich mal hier das Licht ausmachen und dann gucken wir mal, was diese kleine Lampe leisten kann, die wir jetzt hier haben. Jetzt sieht es natürlich äußerst schlecht aus. Und ich schalte die jetzt mal auf höchste Stufe. Das ist natürlich schon mal ein Ergebnis. Vielleicht um einen Spot zu machen, das kann man ohne weiteres auch in die letzte Ecke ausrichten. So ist ganz ohne und so ist mit. Das macht natürlich einen entscheidenden Unterschied. Ich gehe nochmal zurück. Genau, so ist ohne, so ist mit. Jetzt kann man die Lichtausbeute regulieren. Ich schalte jetzt mal auf 50% hier. 50%. 25% und halt eben wieder aus. 100%. Ich finde, das ist schon ein gutes Ergebnis. Jetzt will ich mal gucken, wie gut die Magnete halten. Jetzt muss man natürlich eins beachten. Je dicker das Blech ist, wo ich die Lampe dran festmachen möchte, desto stärker kann der Magnet halten. Und das ist natürlich nicht immer gegeben. Wenn man jetzt zum Beispiel an den Schrank oder sonst irgendwo einem dünnen Blech einen Magneten aufhängen will, dann ist das oft kritisch, dass die Lampen also oft runterfallen. Und hier, das heißt, ist ca. 1,5 mm Blechmaterial. Und ich sag mal, es hält. Aber schön wäre es, wenn man sagen könnte, man kann das hier abstützen. Ich mache das mal andersrum. So rum. So, wenn man jetzt hier eine Abstützung hätte, wenn ich das wieder so rumdrehe, so, und nach unten ausrichte. Zack, da liegt sie. Na, auf jeden Fall wissen wir, dass das aushält. So, wenn wir jetzt nach unten eine Abstützung hätten oder wenn dieses Gehäuse hier nach unten etwas weiter rausgehen würde, dass er sich hier oben abstützen kann, dann würde der Magnet wesentlich besser halten. Das ist natürlich dann auch das große Problem, dass die Baugröße dann wirklich erheblich größer wird, wenn dieser Abstand hier etwas größer ist. So kann man es besser sehen. Es wäre günstiger, wenn man jetzt hier abstützen könnte. Dann kann man das schön nach unten ausleuchten und dann sieht das wirklich gut aus. Aber das ist ein bisschen mager und das ist schon 1,5 mm Blech. Wer weiß, wie das an der Schrankwand ist. Wenn man jetzt zum Beispiel an einem Blechschrank, den man so in der Werkstatt hat, eine Lampe anbringen will. Das werde ich jetzt mal an anderer Stelle probieren. Mal gucken, wie es da hält. Jetzt gehe ich mal hier an meinen Pulverofen. Der hat ca. 0,5 mm. Ups, da geht schon gar nicht. Ca. 0,5 mm Blech. Da geht das nicht. Da hält der nicht. Da muss man also aufpassen, je nachdem, wo man das anbringen will. Man könnte es eventuell so anbringen, aber dann kann ich nicht nach unten leuchten, sondern nur in diese Richtung ausleuchten. Für diesen Zweck mag es in Ordnung sein, aber wenn ich das jetzt hier so anbringen will, dann hält er das vom Eigengewicht her schon nicht. Das ist natürlich tragisch. Jetzt gehe ich nochmal zurück an die Werkbank. Da merkt man ganz klar, hier, das ist auch ca. 1,5 mm Blech. Das macht schon einen entscheidenden Unterschied. Also da würde ich mir bei den Lampen schon wünschen, dass sie etwas stärkere Magnete drin hätten. Diese Magnete kosten nicht viel, gerade in großen Mengen. Ich habe selbst Zehntausende gekauft. Und bei so einem kleinen Magneten, der hier drin ist, beziehungsweise hier sind zwei Stück drin, einer hier, da würde das kaum ein paar Cent ausmachen, um die Leistungsfähigkeit der Magnete zu verstärken. Hier geht's, aber ich zeige es nochmal hier am Ofen. Hier geht's nicht. Das ist schade. Jetzt probiere ich es nochmal am Schrank. Der ist etwas dicker im Blech. Ja, hier hält es soeben, muss man sagen. Also wenn ich da mal dran komme bei der Arbeit oder sonst was, die Türe mal zumachen will, dann wird es wahrscheinlich auch runterfallen. Also hier ist es auch nicht so gut.
Hier ist erheblich besser. Das ist, wenn ich mich nicht irre, 1,0. Da merkt man schon den Unterschied. Am Ofen waren es 0,5. Hier ist es wahrscheinlich 0,75. Und hier ist es 1 mm. Das ist schon ein entscheidender Unterschied. Ja, Freunde, in der Konstruktion. Ihr müsst mal mehr in die Praxis gehen. Hier habe ich noch einen Schrank. Ja, der scheint auch irgendwie 0,75 zu sein. Wenn ich da die Klappe mal auf und zu mache, bin ich mal gespannt. Oh, es geht tatsächlich noch. Es hält so eben, aber eine kleinste Bewegung schon reicht aus, um das hier zu Fall zu bringen. Also das ist nicht so gut. Ansonsten kann man ihn wirklich gut einsetzen. Auf dem Bild ist zu sehen, dass es unter einer Motorhaube angebracht ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das unter einer normalen Motorhaube halten wird. Zumal da auch noch Lack drauf ist oder Antidröhnen oder sowas. Das ist wirklich dann ein konstruiertes Bild. Und hier habe ich noch eine andere Stelle. Ja, hier hält es eigentlich ganz gut. Das wird auch sicher 1 mm sein. Und das kann man schon ganz klar erkennen, dass es mit dickerem Blech auch besser hält. Also wenn ich hier einen Arbeitsplatz habe, schön ist, dass man das hier feststellen kann. In einer Position, dass das jetzt nicht nur durch normale Reibung gehalten wird, sondern dass man es wirklich ausrichten kann. Hier kann man ohne weiteres jetzt arbeiten. Mal ohne, mal mit. Das sieht man also ganz klar. Ja. Hier an der Außenwand, das ist auch wahrscheinlich 0,5 oder sowas. Das geht gar nicht. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen gewellt dazu. Da haben wir noch weniger Anlagefläche. Da geht es überhaupt nicht. Also hier an der Außenwand, an den isolierten Paneelen, hält das gar nicht. Jetzt gehe ich nochmal hier an den Stahlträger. Jawohl, obwohl der hier mit Brandschutzlack ziemlich dick beaufschlagt ist. Naja, ist ein Stahlträger. Aber durch den Lack, der da drunter ist, wird die Magnetkraft natürlich stark reduziert. Ups, jetzt fällt es mir schon aus der Hand. Hier ist nochmal richtiges Blech. 1 mm, 1,2 mm. Das könnte sogar 2 mm sein. Kann man jetzt schlecht sehen. So, ist ca. 2 mm. Da merkt man schon ganz klar, dass das viel, viel stabiler ist. Kann man schon hören. Also Leute, passt auf, bevor ihr die verwendet, ob ihr genügend Flächen habt, magnetische Flächen habt, beziehungsweise Blech- oder Schranktüren, wo es dann am Ende auch noch halten kann oder halten soll. Okay, passt auf. Eine der beiden Lampen habe ich jetzt hier in mein kleines Sandstrahlgerät eingebaut. Und da macht es eigentlich einen guten Eindruck. Das ist sehr, sehr hell und ist auf jeden Fall erheblich besser als die Lampen, die ich bisher da drin hatte. Aber wollen wir mal gucken, wie lange sie halten, denn es wird ja oft so sein, dass die Gläser erblinden. Und deswegen habe ich hier mal eine Folie drum getan, dass es etwas geschützt ist. Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Heute einen Tag später, da muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Lampe, denn angegeben waren bei 100% Leistung, dass man ca. 2 Stunden mit 2 Stunden Brenndauer rechnen kann. Aber sie hat gerade mal 1 Stunde geschafft, als ich gestern beim Sandstrahlen war. Und das ist natürlich äußerst schlechte Ausbeute. Das muss man ganz klar sagen. Also vielleicht kommt es auch in der Zeit, dass man vielleicht mehrfach aufladen muss, um die Batterieleistung voll zu erwischen. Aber aus jetziger Sicht muss ich ehrlich sagen, ist das ein bisschen enttäuschend. Jetzt habe ich die Lampe mal hier in meine Absauganlage hier oben am Rahmen mit den Magneten festgehängt. Und da muss ich sagen, also von der Leuchtkraft her ist das wirklich eine tolle Ausbeute. Besser als das, was ich bisher hatte. Hier sind nochmal die Leistungsangaben dieser kleinen Akkulampe. Und da wird also berichtet, 100% bei 100% Abgabeleistung, dass man ca. 2 Stunden Laufzeit hat und 50% 4 Stunden, 25% 8 Stunden. Das ist natürlich ein Versprechen, was man erstmal einhalten muss. Und wenn ich sage, ich habe es ja gestern probiert mit bei mir im
eine Sandstrahlanlage, dann ist es schon ein bisschen ernüchternd, wenn also wirklich bei 100% Abgabe eine gute Stunde erreicht werden kann. Das ist natürlich von der Leistungsangabe her nicht das, was ich erwartet habe, beziehungsweise nicht das, was mir versprochen wurde. Es kann natürlich sein, wie ich eben schon mal gesagt habe, dass also die volle Leistungsfähigkeit des Akkus erst erreicht werden kann, wenn man mehrfach aufgeladen hat und entladen hat. Das kann natürlich sein, aber das kann ich aus jetziger Sicht so nicht bestätigen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Leistungsfähigkeit des Akkus nicht wie angegeben ist. Die Leuchtkraft ist sehr gut, da bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Ich werde sie auch behalten. Und an Stellen, wo ich sonst keine extra Leitung hinlegen möchte, kann ich ohne weiteres mal so eine Akkulampe verwenden. Und da bin ich also so hingehend schon zufrieden. Vielleicht ergibt sich das noch im Laufe der Zeit, dass die Leistungsfähigkeit des Akkus noch nachliegt. Aber warten wir es mal ab. Das war's für das erste Mal, dieser Bericht für die kleine Akkulampe. Und ihr wart auf jeden Fall dabei.